Hallo, mit diesem Experiment möchte ich dir zeigen, dass das elektrische Feld in einem Plattenkondensator homogen ist. Homogen heißt, egal wo ich mich befinde, es hat immer die gleiche Stärke. Das Ganze möchte ich demonstrieren, indem ich hier einen Kondensator habe, den werde ich an eine Spannungsquelle anschließen. Diese Spannungsquelle, man sieht es an der Anzeige, liefert genau 5000 Volt. Und als erstes dieser Ball, der ist mit einer Graphitschicht verzogen, berührt er die positive Platte. Ich stecke das mal ein. Und nachdem er die berührt hat, sieht man sehr schön, dass dieser Ball abgestoßen wird. Im Vergleich zu vorher, so ungefähr ein Zentimeter, ist dieser Ball jetzt ausgeleckt. Und um jetzt zu demonstrieren, dass das elektrische Feld überall gleich stark ist, werde ich diesen Plattenkondensator ganz vorsichtig ein bisschen hin und her schieben. Und wenn das, was ich eben gesagt habe, stimmt, müsste der Ball an seiner Stelle bleiben. Und genau das probieren wir jetzt aus. Und wie man sieht, kann ich das Ganze hin und her schieben und der Ball bleibt da, wo er ist. Ich bin leider eben nur an den, da steht so ein Stückchen von dieser Nylonschnur ab. Und da bin ich dran gekommen, deswegen wackelt der jetzt leider. Aber wenn ich hier so ganz langsam hin und her schiebe, ganz viel Geduld und Spucke, bleibt der Ball da, wo er ist. Und jetzt kann ich noch hergehen und den Kondensator wieder entladen. Und dann sieht man, dass der Ball wieder die Platte berührt. Soweit, so gut. Thank you.